Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wow. Wie lange ist es her, dass wir es wirklich so in diese Form geschafft haben? Mindestens ein Jahr. An alle meine alten Zuschauer, die sich jetzt auf meinem Kanal verlaufen haben. Ja, ich bin die Komische von damals, die immer auf TikToks, Musical.lys reagiert hat und das jede Woche. Ich war wie so eine Soap, Alter. Letzte Woche habe ich dazu ein Video gemacht, wieso das nicht mehr möglich war und was die neuen Voraussetzungen sind, um in Zukunft wie jetzt in ein TikTok-Musical.ly-Video reinzukommen. Dieses Video ist aber nur ein Versuch, ob es direkt gesperrt wird von YouTube, ob ich einen Strike bekomme oder so. Mal schauen, wir versuchen es. Und dann würde ich sagen, rede ich gar nicht so lange weiter und wir starten direkt mit dem Video. Also Guys, damit ihr es wisst, der Hashtag NickyNator und der Hashtag NickyNatorBoy sind natürlich noch aktiv. Das bedeutet, ihr könnt die Hashtags natürlich immer noch benutzen. Es verbietet euch keiner. Nur irgendwie raff ich nicht, wie man nur die neuesten sehen kann. Muss da noch ein bisschen was rausfinden. She's got blue eyes, long legs, pretty rosy cheeks, and I've got fair skin, brown hair, not what you wanted anymore. Okay, ich hoffe, dass das Video nicht direkt wegen dieser Musik gesperrt wird, aber ich muss sagen, ich finde es Musical.ly übel schön, weil deine Augen strahlen so und strahlen so viel Ehrlichkeit aus und es ist so, so schön. Auch mit diesem Blitz, finde ich, wirken allgemein Augen auf Bilder oder auf Videos immer so viel mehr strahlend und man erkennt viel mehr die Farbe und ich weiß nicht, Augen sagen so viel aus und sehen so schön aus und vor allem, finde ich, passt es auch super mit dem Sound zusammen. Gestern schreibst du mir noch I love you so much und jetzt hast du mich blockiert. Ja gut, der Sound ist ja jetzt nicht so positiv. Wieso starten wir eigentlich direkt mit so viel Emo-Zeug? Aber ich finde, du hast es echt cool gemacht. Auch mit dem speziellen Finger, den du gezeigt hast. Ich möchte aber ganz kurz meine Meinung zu diesem Sound abgeben. Wenn dir jemand schreibt, I love you, und dich am nächsten Tag blockiert. Junge, was ist mit der Person falsch? Also entweder der lebt im Kindergarten oder der ist auf irgendeinem Trip. Die zwei Möglichkeiten bestehen, Leute. Alles andere existiert nicht. Also falls ihr mal in die Situation kommt, denkt an meine Worte. Ich glaube, das war so ein Magic Musical.ly. Also, wow, wo ist der Stift hin? Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe gar nicht so auf den Stift geachtet. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, da kommt irgendwas Krasseres als der Stift. Und wo der Stift hin ist, entweder du hast ihn hinter den Fall lassen oder einfach reingetan. Das war jetzt nicht so special. Aber, weil wir wollen ja immer nicht immer nur alles schlecht reden und ich finde es auch nicht scheiße oder so. Ich fand dein Lächeln am Ende voll zuckersüß. So, wo ist er denn? Animals talk to you? No. Kidnapped her in sleep? No. Look like a bitch? Yes. She is a princess. Animals talk to you? No. Kidnapped her in sleep? No. Hat das an sich wiederholt? An sich dieses Can animals talk to you finde ich eigentlich ganz cool, aber ich habe irgendwie das nicht ganz verstanden, den Sound. Vielleicht ist doch mein Englisch einfach scheiße. Ich fand's aber ganz süß, wie du das mit deinem Pferdchen gemacht hast. Ich habe übrigens Angst vor Pferde. Und ich habe das mit dem Reiten immer noch nicht eingelöst, was ich eigentlich mal gesagt habe. Muss ich auf jeden Fall machen. Oh mein Gott, stellt euch vor, ein Reitvideo von mir. Alles klar, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch alles, was ich dazu sagen möchte. Gut, Musical.ly, aber ich verstehe den Sound nicht ganz. Ich sage immer Musical.ly, aber es ist ein TikTok. Aber ich finde TikTok komisch. Halt die Fresse! Okay. Wenn das direkt zu mir gerichtet war, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem nächsten TikTok. Guck weg! Guck weg, Mann! Guck weg, Mann! Du bist so doof! Guck weg! Übel geil umgesetzt, auch mit dem Filter, der so irgendwie aussieht, mega cool. Und auch als du dieses gemacht hast, deine Augen so klein, aber deine Nase, also es sah einfach geil aus. Dieser Sound war ja ziemlich bekannt auf TikTok. Aber ich fand, so viel war irgendwie gleich, aber bei dir fand ich es irgendwie ganz cool und auch mega abwechslungsreich zu den anderen Dingen, die ich gesehen hatte. Echte Freunde sind in guten und in schlechten Zeiten da. Schwere Zeiten gemeinsam zu überwinden und das Beste draus zu machen, ist das, was eine gute und starke Freundschaft ausmacht. Guys, das ist, glaube ich, meine Stimme von vor 2 Jahren. What the fuck? Es gibt einen Sound mit meiner Stimme.
Ich glaub's ja nicht. Alle jetzt erstmal auf ihren Account gehen und auch mit dem Sound das aufnehmen, wäre ganz cool. Ich muss aber ehrlich sagen, meine Stimme hat echt super zu deinen Mundbewegungen gepasst und wir denken können, dass du das sagst. Also ich habe auch kurz nachdenken müssen, so, hä, bin das nicht ich? Und dann bei der Wortwahl ist mir aufgefallen, ey Nicole, das bist wirklich du. Also an sich den Sound fand ich von der Message her und so auch echt ganz cool. Viel kann man da nicht krass umsetzen. Ich finde, du hast es schon mega gemacht. Wie gesagt, ich fand, es sah so aus, als hättest du es gesprochen, weil auch die Stimme zu dir gepasst hat. I am a spoopy scary skeleton. Spook! Scary skeleton, down your spine. Alles klar. Wisst ihr, ich mach Make-up-Looks, sitzt da so 2 Stunden, dann kommt sowas oder sowas bei raus. Dann kommt sie, bammt erstmal alles weg. Krass. Wirklich krass. Erstmal dein Make-up sah richtig cool aus. Und ich fand auch, wie du das Musical.ly gemacht hast, mit so Augen so hoch und so. Übel geil und mit diesem Shake It und oh, I love it. In the beginning. Ohne Scheiß, die das gelesen hat, passt irgendwie 100% zu ihr. Sie hat das echt geil umgesetzt. Ihr Blick war wirklich so, hä? Übel, übel geil. Ich finde deine Ausstrahlung, deine Mimik. Oh mein Gott, ich habe dieses Wort so vermisst zu sagen. Jetzt bin ich back mit dem Wort. Fand ich richtig, richtig gut. Deine Freundin natürlich auch, aber du bist mir besonders aufgefallen mit deinem Beginning-Ding. Wisst ihr, was ich am besten finde? Der Hund, der, glaube ich, im Hintergrund liegt. Nee, Spaß. Ich fand cool, wie du es mit diesem Boom, 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 Boom gemacht hast. Aber ich fand, es war nichts Spezielles. Voll geil, hätte ich es gefunden, hättest du irgendwie Outfit oder so gechanged. Bei ihrem Wuff, Wuff, Wuff wäre krank gewesen. Aber man möchte sich ja nicht beschweren, vor allem, weil ich da gar nichts zu sagen habe. Weil meine Musical.ly, meine TikTok, sorry, kannst du direkt zum Müllabfuhr mitgeben. Und ich muss schon sagen, dieses Dinnen und die andere Hand das cool zittern zu machen und auf den Punkt genau das zu schaffen, ist auch schon eine Kunst. Das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich wieder TikToks, ihr wisst Bescheid. Mal schauen, was YouTube dazu sagt. Wenn es funktioniert, kommt einmal im Monat wieder TikTok-Reaction. Ich halte euch auf jeden Fall auf meinem Instagram auf den Laufenden, also schaut gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin. Tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.